So, also hier ist das Mausoleum. Hier war PvP. Hier oben war unser Riesenbro. Und hier war Artorias. Und wer bist du? Hä? Du warst aber nicht die ganze Zeit schon hier. You. Is that not the soul of the man who fell on this spot? He was a dear friend. I wish to pay proper respect with that soul. Would you be willing to part with it? Die Seele von Artorias übergeben. Oh, hätte ich sie jetzt benutzt, wäre Game Over, oder was? Dann müsste ich wohl ins New Game gehen. Das ist im Übrigen dieselbe Stelle, dieselbe Stimme wie von der Jungfrau aus Demon's Souls. Gut, ich wette, die haben einige Male die gleichen Stimmen genommen, aber... Okay. Thank you. You are very kind. Please take this. I no longer need it. Dunkel, Silberstrahl und Goldstrahl. Aha. Oh, hat S auf Geschicklichkeit. Holy shit. Dieses Großschwert gehörte dem königlichen Ritter Artorias, der in den Abgrund stürzte. Dieses Schwert fiel mit seinem Herrn in den Abgrund und wurde von der Dunkelheit verunreinigt. Seine Stärke steigt mit der Menschlichkeit seines Trägers. Oida, das ist ja eine übertrieben geile Waffe dann für ein Dex-Bild, kann das sein? Schöne S-Wertung und mit Menschlichkeit stacken? Okay. Und wir kriegen noch den Goldstrahl. Krummschwert des der Königsklinge Kiaran. Einer der vier Ritter des Fürsten gewinnen. Kiaran führte ihr Schwert in einem bezauberten Tanz und vertrieb die Dunkelheit mit glühenden Lichtstrahlen. Tanz? Das erinnert mich so ein bisschen an die Tänzerin aus Dark Souls 3. Auch vom Schwertstil her. Hat auch eine A-Wertung. Ich wette mit einem Doppel, also so in einem Dex-Bild, Doppelstrahl. Alter, ist bestimmt mega sick. Ist bestimmt richtig mega sick. Okay. Aber jetzt habe ich auch nur Waffen bekommen. Ja gut. Vielleicht muss ich mit dem anderen Dude sprechen, weil der hat ja auch, gesagt, du Artorias schon getroffen. Vielleicht findet der das ja geil, dass ich den getötet habe. Oh, for Juniper's sake, put some spring into your step. Was hast du denn geraucht? Did you really slay Knight Artorias? Ja. The Abyss found him first, but even still, that's absolutely treacherous. Yes, magnificently so. Ich bin schon ein geiler Typ, wa? Believe it or not, Ulysseel has brought the Abyss upon itself. Was? Fooled by that toothy serpent. They upturned the grave of primeval man and incited his ornery wrath. What could they have been thinking? Schlange. To you and I, it's all ancient history. You have to ask yourself, does it really matter? Immer. I've little to talk about, really. Oh, you know me. What do I know? Okay. So long. Ja. Mal wieder. Na gut. Schönes Gespräch geführt. Das hätte man noch machen können. War da drüben irgendwas? Das ist ja da drüben die Stadt. Und da unten waren wir ja quasi auch überall schon, ne? Und war der Aufzug der mich in den
Abgrund gebracht hat? Ich glaube, das war der, oder? Moment. Wieso gibt's da jetzt zwei? Für den ich... War ich hier schon mal? Habe ich von der Seite das Mausoleum schon betrachtet? Ich bin... Aha. Nee, hier war ich noch nicht. Sonst hätte ich die Kriegerseele doch. Oder nicht? Hier war ich safe noch nicht, weil sonst hätte ich auch ihn schon gehabt. Oh, ich hasse es, wenn ich ihn nicht treffe. Okay, hier war ich offensichtlich mal noch nicht. Der Wald ist so groß, ne? Wahrscheinlich hätte ich weder zu Artorias müssen... Noch zum Vater des Abgrunds. Schauen wir mal, was hier so ist. Gucken wir uns hier einfach mal um. Weil hier kann ich noch nicht gewesen sein. Hier ist auch noch überall Loot. Oh, ich weiß, wo das ist. Da, der Typ ist mir schon mal auf die Schnauze gefallen. Hier ist die Brücke. Und da hatten wir doch vergeblich mal nach einer Leiter gesucht, ne? Aber ich weiß nicht, ja, dann wurden wir irgendwie abgelenkt, ne? Das kann natürlich sein. Aber hier kann ich... Warum ist hier Nebel? Ach, das ist überall, okay. Aber hier ist ja gar nichts. Also hier nicht. Dann wahrscheinlich auf der anderen Seite. Wahrscheinlich muss ich da irgendwo rüber. Da waren wir wahrscheinlich noch gar nicht. Ich schau mir das jetzt mal in Ruhe an. Oder nee, nee, stopp. Stopp, von hier kamen wir. Das war diese Zweier-Kombo, die ich versucht hatte zu töten, ne? Das war diese sehr schwierige Zweier-Kombo, die ich töten musste. Aber wir sind gleich mit dem Fahrstuhl runter und haben uns hier nicht mehr umgeguckt, ne? Shit. Ja, jetzt wo ich mich erinnere... Ja. Hat sich das erledigt. War das dann der Aufzug in den Abgrund? Ja, sieht so aus. Beim Abgrund, da wo wir auf die Katze getroffen sind. Was war hier? Hier war auch kein Magier, ne? Jetzt weiß ich aber trotzdem nicht mehr, weil ich so abgelenkt war, ob da jetzt doch vielleicht eine Leiter war oder nicht. Ich gucke jetzt nochmal ganz kurz hier, ob ich da was übersehen hatte, weil hier bin ich auch nur sehr flüchtig dann weitergegangen. Aber nee, ne, da waren dann nur noch die Prismasteine. Die Prismasteine haben mich dann da weitergeleitet. Und hier war eigentlich gar nichts mehr, ne? Diese Seelenzahl. Oder? Ja. Hier sind wir runtergefallen. Hier hatten wir dann die Katze getroffen. Und dann war da einfach gar nichts mehr. Ja, okay.
Also den Prismastein ja dann zufolge. Oh. Oh. Oh, was ist denn hier los? Was betreibt ihr hier für ein Ritual? Wenn ich mal solche Fragen darf. Nice, Doppelmenschlichkeit. Alter. Ist das Sif? Das würde erklären, warum ihr meintet, wenn man den DLC vor Sif macht, gibt es eine andere Sequenz. Wurde hier Sif zu dem gemacht, der er ist? Das war Sif. Das war der kleine Sif. Läuternder Turmschild. Ein stählerner Großschild, entstanden aus der Seele des königlichen Ritters Artorias, der in den Abgrund stürzte. Artorias, der tief vernarbt vom Abgrund war, nutzte ihn, um seine Barriere zu erschaffen, die seinen Gefährten Sif schützen sollte. Dabei wurde er abgenutzt. Doch sein Schutz gegen Magie wurde gestärkt. Okay. War das dann quasi so ein kleines Sif-Secret? Okay. Aber hier ist nix. Okay, also soll ich doch nochmal da nachschauen, ob da eine Leiter war, wo ich ursprünglich vermutet hatte, weil zumindest im außerhalb des DLCs, im Finstermondgarten, war da ja eine Leiter. Die Frage ist noch, gehe ich von da dahin oder von da? Warte. Oh, die warten da schon auf mich, kann das sein? Oh, ne. Ne, ich ignoriere euch jetzt mal. Soweit es geht. Jetzt muss ich mich hier nochmal umschauen. Da unten von der Brücke war das. Die Brücke rüber. Konnte ich mich von da dazu vielleicht hinfallen lassen? Weil da oben war ich safe noch nicht. Also ganz safe. Ich weiß nicht, ob wir da gestorben sind oder wieder umgekehrt sind. Aber da ging es für uns nicht weiter. Weil sonst hätte ich da hinten ja den... Oder? Nee. Oder ist das da, wo ich dann den Weg drumherum gemacht habe? Es ist mega verwirrend, dieser Dreckswald. Ich wusste, sowas wird passieren. Jetzt schaue ich, jetzt laufe ich nochmal zurück. Einfach nur, damit ich sicher bin. Einfach nur, damit ich sicher bin. Komm, hör doch auf. Ah, Mann, ey. Drecks, Scheiß, Kack da. Okay. Hier ist ein Langgang. Wir haben uns da links gehalten. Nee, das bringt uns überhaupt nicht weiter.
sind da lang gelaufen. Sind über die Brücke. Dann dahin. Und dann haben wir diesen Halbkreis gedreht, ne? Oh Gott, ich weiß nicht. Ja, ich bin... Ups, scheiße, das war ja ein Rip. Ich bin mir natürlich sehr sicher. Aber gut. Sie ist jetzt weg. Ist das dieses Haarbündel von Artorias? So, das war der da. Nochmal schnell schauen, ob da nicht doch noch irgendwas ist. Aber hier sind wir ja wieder im Wald. Mann, ich denke immer, oh, oh, die Waffe geht durch die Wand, aber... Ja. Irgendwie halt nicht. Was übersehe ich? Was übersehe ich? Ist da Loot? Oh! Kann ich hier einfach runter? Oh, das übersehe ich. Hier ist Loot, hier kann man runter. Ah. Na, wenn das so ist. Das ist ein Wauzi. Das war ein Wauzi. Ey, ich hab's gefunden. Ah. Ja, so einfach kann das sein. Also einfach ist relativ, aber... Noch mehr Wauzis. Die armen Wauzis. Ich will gar keine Wauzis töten. Eine Seele des ehrenwerten Ritters. Sehr schön. So, mal lieber Heilung nachziehen. Kostet ja nichts, wa? Hallo, nicht den toten Wauzi mitziehen. Das sieht nicht gesund aus. Ich befürchte fast, ich hätte hier eigentlich lang gehen sollen. Und nicht nach Artorias weitermachen, so ungefähr. Naja, mal schauen, wo es mich hinführt. Ich kann das bestimmt beurteilen, sobald ich weiß, wo ich bin. Und was hier eigentlich so abgeht. Oh, wow. Oh! Da war der Drache. Und hier ist eine Leiter. Und das ist ein sehr schöner Wasserfall. Oh mein Gott, ist das die lange Leiter, die eigentlich runterführt zur Hydra im, im normalen Spiel? Ja, ne? Das ist die Leiter, die zur Hydra führt. Und da drüben wurden wir eingesaugt. Hier im DLC ist gar kein Wasser. Hier, hier, das ist die Höhle. Hier wurden wir eingesaugt. Ach, das ist ja ein Ding. Aha. Oh oh. Hallo? Hallo? Was habe ich getan? Was habe ich denn... Was habe ich dem getan? What? Und One-Hit.
Also theoretisch hat es zwei Hits benötigt, aber nicht, dass ich aus dem Flammenmeer natürlich weg könnte. Okay. Ist das jetzt der Moment des Drachens, den ich töten muss? Alter, da darfst du ja wirklich nicht blinzeln. What the hell? Ja, das habe ich so nicht kommen sehen. Oh, fuck. Scheiße. Kommt der jetzt wieder hier angeflogen? Der ist wahrscheinlich schon unten. Oh oh. Ja, wo hier überall irgendwelche Viecher sind. Lass mich doch jetzt erstmal schauen, was hier passiert ist. Ich wette, ich muss da weiter. Ich muss aber wahrscheinlich jetzt irgendwie schauen, dass ich den Drachen töte, oder? Ist das so? Ich wusste es. Als ob, das ist ja im ganzen Gebiet. What? Als ob. Ja, Riesenbro hat wohl nicht gelogen. Ich bin ihm nicht gewachsen. Schön. Wie komme ich dann aber weiter? Ach du Scheiße, Mann. Das Ding ist, ich würde ihn ja gerne töten, aber da ich ihn ja noch nicht mal sehe. Wow. Einmal gucke ich noch. Einmal muss ich mir das nochmal anschauen. Was genau da vonstatten geht. Kannst ja überhaupt nichts machen. Ich will halt wissen, ob ich den. Ne, jetzt gucke ich erstmal, wie ich da runterkomme, um die Kristallechse zu kriegen. Kann ich mich hier runterfallen lassen irgendwo? Muss ich ja aber. Und tschüss. Hauptsache, der überlebt das. Und dann ist der Penner weg. Ich kann da wahrscheinlich gar nichts tun. Versuch gerade irgendwie zu erspähen. Ob ich irgendwo hinrennen kann, aber. Der füllt das ja komplett. Lauf! Oh, oh. Ah, überlebt! Never mind.
Ja gut. Hatte er einen Bogen zu verkaufen, diesen Riesenbogen überhaupt? Er hat doch nur große Pfeile verkauft, die in diesen Riesenbogen gespannt werden. Aber hat er auch einen verkauft? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Oh, kann ich eventuell... Nee. Ich hätte jetzt gesagt, ich kann jetzt irgendwie den Bogen mir ausleihen und von hier schießen, aber dann ist mir gerade eingefallen, ich sehe ja hier gar nichts, weil das hier ein... Da kann ich auch nicht rauf. Hey! Black Dragon posing the ja. Yes. I thought as much. It's called Calamite. Calamite. Versus Dragon indeed. Even mighty Analanda dared not provoke his ire. I see little good coming from this, but my intent is to persevere to the bitter end. Ja. Good. What is bravery without a dash of recklessness? I've taken a liking to thee, and I owe thee much for thy service to Artorias. Now, watch, and see how Goth hunts dragons. Was never loosed. That bat will be grounded for a good spell. The rest is in thine hands. I await good tidings. Ah, dragon slaying. Knighthood's highest calling. Respect. Ah, hello there. What of Calamite? He is an ancient dragon. Skyward or no, he will not be put down easily. Oh. Farewell. I await good time. Oh. Ich weiß jetzt, warum einige meinten, sie freuen sich auf den nächsten Boss. Und jetzt, wo ich den Namen gelesen habe, ich wusste das ja nicht, läuft mir ein eiskalter Schauer über den Rücken, denn scheinbar gibt es zu Calamite ähnliche Legenden wie zu Ornstein, Smaug sowie zu den Four Kings. Denn der Begriff Calamite sagt mir was, ohne dass ich je damit in Berührung gekommen bin. So wie damals Ornstein und Smaug, so wie die Four Kings. Ich meine, das ist so einer der Bosse, die wohl einigen Menschen Albträume bereitet haben. Yay! Finde ich jetzt eher so semi. Aber okay. Denn jetzt auf einmal ist hier ein Nebeltor und Calamite wartet auf mich. Yay. Und das, obwohl er schon angeschossen ist. Haha.
Da hat selbst Funk gesagt, er macht ihn nicht. Okay. Alles klar. Ist das jetzt der Moment, wo ich so einen Großbogen brauche? Oh, ich habe ein super mulmiges Gefühl. Oh. Schwarzer Drache Kalamit, wo ist er? Da ist er. Oh shit. It's on. Yay, Wolf vs. Drache, ich hasse es. Das war semi-gut. Das muss ich noch ein bisschen besser timen. Ja. Ach so. Erstmal in Ruhe angucken, ne? Au. Mann, das hatte beim ersten Mal auch geklappt. Okay. Immerhin habe ich ganz gut Chancen, mich zu heilen hier in dem Kampf. Als ob. Mach bitte Feuer, 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 Feuer! Nicht zu mir kommen! Okay, weichen wir so aus. Ach du Scheiße, denn da werde ich ein bisschen brauchen, glaube ich. Der ist ja eine üble Kiste, der Typ. Und da hat er mich verbrannt. Also wenn ich nicht weghechte, dann ist im Arsch. Das ist böse. Okay, alles klar. Ich weiß immer jetzt Bescheid. Das war jetzt meine Aufwärmrunde. Boss angeguckt. Ich werde wahrscheinlich auch 7-8 Tries brauchen wie bei den anderen. Bis ich das perfekte Muster raus habe. Aber das werden wir auch hinkriegen.
Da bin ich doch überzeugt von. Wenigstens der Weg recht angenehm. Ich glaube, ich kann auch an allen Wauzis vorbei. Vielleicht sollte ich noch einmal aufwerten, weil mit 15 Flasks ist vielleicht zu wenig. Aber es macht nichts. Ich möchte ihn mir auf jeden Fall nochmal anschauen. Also ist von dem her jetzt egal, ob ich mit 20 oder noch nicht mit 20 reingehe. Aber sein Angriffsmuster ist ziemlich eklig. Weshalb es schwierig werden könnte. Ihn anzugreifen. Also ich habe 3-4 Hits geschafft im ganzen Kampf. Gut, ich habe mir jetzt natürlich noch nichts getraut. Ich war ja dann bei Manus war ich ja auch irgendwann richtig aggressiv, weil ich sein Angriffsschema recht gut raus hatte. Aber ja. Kalamit. Ich habe zugegeben aber auch nur 2 Phasen mitbekommen, wo ich wirklich hätte angreifen können. Das wäre einer davon. Alles, was Feuer ist, ist scheiße. Ja. Okay. Das ist gut. Wenn er dieses Feuer macht, das ist eine sehr gute Möglichkeit für mich anzugreifen. Mach das doch bitte direkt nochmal. Zu langsam. Ach so, und ein Tail Whip hast du auch noch. Na gut. Alter! Oh, ich hasse es, wenn er so ganz unerwartet das von der anderen Seite auch nochmal macht. Aua. Oh, jo! Krasse Kombo. Das war böse. Der Sprung nach vorne, instant gedreht in den Flammen. Das war krass. Das war krass. Oh, ja, ich glaube, ich werte das mal auf. So viel Menschlichkeit gefunden ist schon fast wurscht. Uiuiuiuiuiui. Okay. Ich überlege gerade, ob ich Menschlichkeit bis 10 machen kann, damit ich mehr Schaden mache. Weil ich glaube, ich habe viel Zeit am Anfang, wenn ich nicht gleich irgendwo am Arsch der Welt bin, mir meine Seelen zurückzuholen. Ebenso mit die Menschlichkeit. Ja, mal schauen. Es wird keine leichte Aufgabe. Kalamit. Ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich es schwerer finde als Manus. Habe ich mich quasi noch nicht entschieden.
Bei Manus war schon echt heftig. Bei ihm fehlt mir vielleicht noch ein bisschen das Muster. Und gegen Manus hättest du auch theoretisch noch eine Fähigkeit gehabt, die ich nie eingesetzt habe. Habe ich nicht irgendwie einen Ring, der mich vor Feuer schützt ein bisschen? Vielleicht ist der gar nicht so kacke in der Stelle. Dem gehen wir mal wohl mal nach. Ich habe halt echt viel Zeit am Anfang des Kampfes. Bis der da ist. Ich könnte mir die 10 Menschlichkeit schon pressen eigentlich. Ja, mal schauen. Mach halt dann mehr Schaden. Komplette Energie weg. So, 1000 Schaden gemacht. Das ist schon mal gut. Also 1000 Schaden, ich muss das ungefähr 11 Mal machen. Yay. Boah, geht dein Range lang. Okay. Ich zieh das jetzt durch. Ich habe genug Zeit, mir die Seelen zu holen. Wenn ich es verkacke, ist es egal. Volles Risiko. Volles Risiko. 10 Menschlichkeit, meisten Schaden und dann muss ich in 10 Mal, ich muss, das ist auch so eine absolute Geduldssache, ich muss 10 Mal darauf warten, dass er den Angriff macht, wo er das Feuer von oben speit, weil wenn er genau das macht, habe ich Zeit 3 Hits zu machen, 3. Und das müsste dann eigentlich reichen. Schauen wir mal, ob das dann wirklich so funktionieren kann, wie ich mir das jetzt denke. Alles andere ist wie bei Manus einfach nur die ganze Zeit warten, bis er eine Aktion macht. Nur Manus hatte dann doch etwas mehr Angriffe, wo man selber dann zu lang konnte. Bei Kalamit sehe ich bisher nur eine einzige. Gut, theoretisch nachdem er gebissen hat, könnte ich ihn einmal treffen. Ist er mit zu viel Risiko verbunden für den Fall, dass er zweimal beißt. Oder dann Tailwhip macht oder keine Ahnung. Ist schon übel. Und ich muss mich möglichst hier am Anfang aufhalten, dass ich die Seelen auch wirklich immer wieder kriege. Wenn sie zum Beispiel hier, kriege ich ja wieder, ne? Du musst immer nah an ihm dran sein, kann er... Naja. So semi, ne?
Und ich habe einen Ring, der Zauberschaden dezimiert. Klar. Also Feuerschaden. Mir kommt aber noch eine Idee, was ich auch noch machen könnte, um meinen Schaden zu erhöhen. Das war die Gelegenheit anzugreifen. Das war die Gelegenheit. Shit, der Schaden ist unfassbar. Das Problem ist halt echt, ich bin im fucking NG2, Mann. Also im NG++. Ich glaube, das macht schon einiges ganz schön kaputt. Ja, ich kann mal was versuchen. Weil ich hätte da was, was besonders gegen Drachen effektiv ist. Tatsächlich. Aber da ich eh nicht dazu komme, Schaden zu machen, ist das wahrscheinlich eh alles relativ. Aber probieren kann man es ja mal. Nur zumindest mal einen Vergleich, was ich an Schaden machen würde. Für mich reicht jetzt erstmal nur die Theorie des Schadens. Ups. Bin kaputt? Fee ist gegen Drache effektiv, du bist raus, Nuki. Für so eine Aussage bist du einfach raus. Nein. Ich will jetzt erstmal einfach nur machen. Einfach machen. Erstmal die 10 Menschlichkeit wiederholen. Oh Mann, einmal vom Feuer und das war's einfach. Das ist so krank. Wow. Na schön. Gute Nacht, Mate. Ich denke mal, allzu lang werden wir auch nicht mehr machen. Da, wie gesagt, nur 2 Stunden geschlafen habe wieder. Dann machen wir den Rest lieber morgen Abend. Hoch. Gute Nacht, Pavle.
Er ist so ein kranker Bastard. Manchmal wünschte man, man wäre Caster. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Kampf als Caster so schwer ist. Alter, Feuer. Dann wirst du einfach niedergestompt. Wirst du einfach niedergestompt. Eiskalt. Oh, ich habe ein bisschen Schiss davor, dass der eine zweite Phase hat. Und dann kommt der Tailwhip. Siehst du, kannst du nichts machen, ey. Okay, also nach der Flugattacke kann ich auch nochmal angreifen. Wenn ich dann treffen würde, dann wäre das super, aber tue ich sehr ungern. Die Range des Feuers ist auch einfach nur abartig. Oh jo, niedergestorben. Und mich heilen. Und da kommt instant der Whip. Ui, da. Oh, der kennt keine Gnade, der Typ. Ist halt die Frage, muss ich das so machen, wie quasi empfohlen wird mit diesem Riesenbogen? Weil dafür gibt es ja extra die Pfeile zu kaufen. Ob das eine Rolle spielt? Weil ich hätte ja so einen Bogen. Als ob! Ah, Mann! Was ist das denn jetzt? Was war das denn jetzt? The fuck? Okay. Pass mal auf. Nur mal aus Interesse. Drachentöter Großbogen. Na? Nehmen wir jetzt mal wieder mit. Schaue ich mir das mal an. Wie funktioniert der überhaupt? Alter. So, jetzt bräuchte man noch Pfeile dafür. Es ist einfach mal pur. Ja, ich habe gar keine Seelen. Haha. Ich habe ja gar keine Seelen. Pures Interesse jetzt, ne? Keine Sorge. Nicht, dass ich das so mache, aber pures Interesse jetzt.
Da ich das ja noch nie genutzt habe oder so. Diese Menschen. Du verkaufst sie ja nicht umsonst. 15 Pfeile kann ich mir damit kaufen. Wow. Farewell, Junge. Ich muss das rausfinden. Ich habe leider auch keine Ahnung, wie ich das nutze, deswegen. Einfach zielen und schießen? Als ob, oder? Wahrscheinlich funktioniert das. Ich mache aber vielleicht 100 Schaden, so dass er ungefähr, ja, weiß ich auch nicht, 120 Pfeile benötigt. Oh, ich habe eine Fat Roll damit, dann habe ich eh verloren. Egal, es ist jetzt nur ein Interessenstest. Ich muss wissen, wie das funktioniert. Der Bogen ist ja nur ein bisschen schwer. Also so oder so kann ich es eh nicht machen. Es sei denn, ich würde den ganzen Kampf mit dem Bogen machen. Was ich aber bezweifle. Aber vielleicht, weißt du, beim Manos gab es ja auch eine Art Hilfsmittel. Vielleicht ist das ja wirklich Rätsellösung. Ich meine, so geht der Kampf auch, aber ist halt harter Tobak. Ich trau mich kaum. Ich setze den ersten wahrscheinlich eh daneben. Und danach bin ich im Arsch. Oh, wie langsam ich bin. Oh, Headshots schmecken ihm ja gar nicht. Oh. Mir schmeckt auch eine Menge nicht. Schade, ich habe kurz gedacht, das macht Schaden. Aber ob ich wohl wieder hochklettern könnte und von oben ihn einfach abschießen kann? Aua. Das wäre eine Idee wert. Ich würde sagen, 2 Tries machen wir noch. Und dann ist Feierabend für heute. Der Papa hat dringend mal Schlaf nötig. Oh, so slow. Komm. Können wir ja gleich ausrüsten. Aber das wäre natürlich schon. Es wäre natürlich zu einfach. Das kann nicht funktionieren. Ich gehe mal schwer davon aus, wenn das passiert. Also wenn wir ihn abschießen und wieder runter, also wieder raufgehen, ich wette, er fliegt irgendwie hoch und frisst uns instant oder so. Aber klar, aus Interesse kann man das natürlich mal probieren.
Soll nicht, dass wir an den Wauzis gleich noch sterben. Naja, um die Fat Roll geht's ja nicht. Gleich mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt hoch will. Immerhin, dem Feuer kann ich schon mal so entkommen. Ich wette, er macht irgendwas, das mich instant tötet. Ich hab sowas schon vermutet. Ja, ja, war klar, oder? Hab ich ja gesagt, der fliegt hoch und macht dann Feierabend mit uns. Das dachte ich mir schon. Das dachte ich mir schon. Die sind ja nicht doof. Die sind ja nicht doof, ne? Ja, die sind leider nicht doof. Puh, was mir dann noch vielleicht einfällt. Ah, ich habe das Zeug hier nicht gekauft, ne? Ah, ich kann mich ja porten, warte mal. Nee, warte. Ich muss erst mal gucken. Ist gar nicht so schnell eigentlich. Aber vielleicht reicht ein Schlag tatsächlich. Und ich probiere es mit der Chaosklinge. Oder boah, 25 Geschicklichkeit. Oh shit. Ich habe mir jetzt nämlich überlegt, ob ich irgendwas Schnelles nehme. Okay, pass auf. Nee, Audrey, mach euch weiter. Haben wir irgendeine Rüstung, die krasse Feuer abwehrt? Das höchste ist 26, Wanderermantel. ...30, schäbige Stoffrobe. Alter, ich hab schon mit der Schwarzeisenrüstung Feuerabwehr 80 fast. Was will ich noch? Oh. Das musst du dir mal geben. Ich hab eine Rüstung an, die 80 Feuer abwehrt. Und ich krieg so einen Schaden, ne? Ist das nicht krank? Ist das nicht vollkommen krank? Das ist die beste Rüstung gegen Feuer. GG. Wow. Okay. Okay. Und
vom Schild her, das würde, das was wir vorhin bekommen haben, der geläuterte Turmschild. Aber der ist halt so unfassbar schwer, ne? Wahrscheinlich haben wir diesen Schild nicht umsonst bekommen, aber ich glaube, mit dem Schild haben wir eine Fat Roll, oder? Nein? Nein? Ah ja, stimmt, wir haben ja die Katana. Probieren wir es damit. Ich will irgendwas, was schnell ist. Und ich kann dann noch auf die Waffe... Kann ich auf die Waffe nicht Goldharz machen? Sollte das nicht gehen? Sollte das nicht gehen? Ach nee, das geht bei ihr nicht, ne? Weil die Chaosklinge ja schon Blutungsschaden hat. Na, stimmt. Ich kann das natürlich nur auf Effekte machen, also auf Sachen machen, die noch keinen Effekt haben, ne? Oder? War es nicht so? Was ist aus der Blitzwaffe geworden, die wir hatten? Das Schild hat doch auch 80 Magie. Also 80 Magie und Feuer, ist doch wurscht. Ja, ich weiß nicht, die Chaos klingen wahrscheinlich genauso blöd. Aber ich kann es ja trotzdem versuchen. Vielleicht reißt der Blutungseffekt irgendwie ein bisschen raus, keine Ahnung. Weil die kann ich ja leider noch nicht nutzen. Ich glaube, der Goldstrahl ist ziemlich nice, aber 25... Ich habe nur 20, leider. Wir schauen mal. Hätten wir die Rüstung nicht an, würden wir bei jedem Feuerhit instant sterben. Das muss man sich mal geben. Ich glaube, das kann ich vergessen, ey. Ich mache 50 Schaden an dem Bauzi. Und ich kriege ja auch noch Schaden, weil es ja der Chaos-Ding-Effekt. Das kannst du voll vergessen. Da werde ich wahrscheinlich mit meiner Hellebarde schon richtig sein. Ja, jetzt schauen wir nochmal, wie es ist mit einem anderen Schild, aber machen wir da keine großen Hoffnungen heute. Vielleicht nicht mehr heute. Ja, aber damit haben wir natürlich dann doch die Fat Roll, wenn ich die benutze. Was mit der Sense? Kompletter Habel. Ja, nee, ich denke nicht. Mal schauen. Was soll es? An Gurden von uns so. Wir fangen direkt so an, alles klar.
Schaden? Nein, nein. Ich glaube, der Blutungseffekt reißt es nicht so wirklich raus. Okay, das Schild kann auch dem Zeug nicht widerstehen. Wow. Ach, so ein kranker Boss. Oh mein Gott. Wow, ey. Das gibt's nicht. Ich glaube, ich muss das schon so machen, wie wir es gerade die ganze Zeit getried haben. Ach, scheiße. Es hilft nichts, wir müssen es in der Form probieren. Ich will es nochmal probieren. Unsere Menschlichkeit liegt jetzt so weit weg, ey. Das geht gar nicht. Von und zu, ich muss dich leider enttäuschen, wir werden heute schon Schluss machen. Ich habe nur 2 Stunden geschlafen, ich bin übelst im Arsch. Morgen kann ich dich wieder nachts willkommen heißen. Bautzi. Hallo, Genda. Oh. Die liegen jetzt am Arsch der Welt. Schaut mal, wo die liegen. Oh Gott. Hoffentlich komme ich da noch ran. Okay, rankommen werde ich wahrscheinlich. Aber schon... Ich muss bei der Attacke mal nach vorne rollen, ne? Damit ich einen Hit wenigstens landen kann. Hier kann ich nicht angreifen, da kommt immer der Tail Whip, das bringt nichts. Das meine ich. Ich habe zwei Szenen, wo ich zuschlagen kann. Zwei Szenen. Das ist einmal bei der Kopfattacke und da. Aber jetzt habe ich es verkackt. Da muss ich so schnell wie möglich nach vorne rollen. Und halt hier einfach mal... Ja. Risky spielen, aber... Oh ja, oh ja, okay. Das Schild blockt ja eh schon echt gut, ne? Also. So ein Assi-Move. Ich
keine Möglichkeit zuzuschlagen. Hechten? Nein, nein, hast du keinen Bock? Okay. Da war wieder meine Gelegenheit. So, zwei Treffer. Okay. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Keine Hektik. In alle Zeit der Welt. Wenigstens einen Hit, okay. Aber ich habe jetzt ein bisschen verstanden. Ich habe es jetzt ein bisschen verstanden. Ich muss wirklich bei seiner Melee-Attacke. Bei der Melee-Attacke muss ich angreifen. Okay. Was war das denn? Ich muss da echt durchspringen. Ich muss da immer nach rechts springen. Nein! Nein, 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 das ist meine Chance gewesen. Das ist sie. Und ich treffe ihn einfach nicht. Ich krieg das noch nicht so hin. Es war so ein guter Try. Es war so ein guter Try. Einer geht noch. Der Kampf geht genauso, wie ich ihn mache. Ich habe ihn jetzt schon fast auf die Hälfte gebracht. Das geht schon. Absolute Geduldsprobe. Wie alle Bosse bisher. Tatsächlich.
Also das ist, was mir aufgefallen ist. Alle Bosse sind wirklich, wirklich eine absolute Ausdauerprobe. Weil es ist so eine Mischung aus, das ist auch gut so, und aus... Puh, holy shit, ey. Ich krieg das schon hin. Ich habe bisher alles hingekriegt. Ihr müsst da keine Angst haben. Boah, schon wieder Seelen am Arsch der Welt. Ich probiere es jetzt nochmal, richtig schön konzentriert, und ansonsten mache ich den morgen. Easy, first try. War jetzt ein bisschen greedy mit dem mit der Heilung, aber krieg ich das jetzt mal hin? Yay! Ach, verdammt, der ist clever. Er lernt quasi dazu. Siehst du, das geht genau so, wie ich es mache. Einfach immer nach vorne hechten beim Mini-Angriff, zwei Hits setzen und dann wieder konzentriert, bis er es wieder macht. Jetzt. Und dann bin ich nämlich hinter ihm, kann zwei Hits machen, wechsel wieder, gehe von ihm weg. Das ist okay. Schaut mal, das war gut. Das war nicht gut. Au. Okay. Noch ist alles in Ordnung. Weiß jetzt nicht, warum er mich erwischt hat, aber... Er hat's offensichtlich. Dann, wenn ich ihn jetzt hab, dann hätte ich das jetzt. Okay. Das ist ein bisschen nervig noch. Da habe ich noch nicht so die Technik dafür. Aber ich krieg das irgendwann hin. Ich muss das einfach lernen. Scheiße, immer eine Heilung. Oh, again? Rastet er wieder. Ja, da konnte ich, habe ich mich jetzt nicht getraut nach vorne. Diese Vorwärts-Attack, die erwischt mich immer wieder. Immer wieder. Aber es sieht alles gut aus soweit.
Okay. Das war zu greedy. Ich wollte dreimal zuschlagen. Mit zweimal komme ich gut um die Kurve. Na, scheiße. Nein! Mich da jetzt echt erwischt? Scheiße! War fast auf ein Viertel Leben runter, Mann. Ich mach den jetzt, weil ich jetzt im Flow bin. Ne, ganz im Gegenteil. Jetzt ist gerade der Punkt gekommen, wo ich so konzentriert bin, dass ich den Flow der Konzentration nicht weichen lassen möchte. Normalerweise, sobald ich weiß, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, aber ich bin ja konzentriert. Ich habe jetzt drei Viertel des Kampfes eigentlich keine Fehler gemacht. Und diesen fehlerfreien Flow würde ich jetzt ganz gerne mitnehmen. Am Ende war ich, weiß nicht. Diese eine Attacke hat mir alles geraubt. Alles. Alles. Weil wir haben ja gerade gesehen, den kann ich auf jeden Fall packen. Das ist nicht das Thema. Jetzt werde ich greedy oder so. Wer pflanzt hier eigentlich Nachrichten hin? Was? Oh, das ist ein richtiger Text. Zeigt er wieder nicht. Oder ich bin abgelenkt vom Text gewesen. Sucht euch was aus.
Jetzt wäre ich greedy oder so. Was steht da? Aus der Sichtweite des bösen Mannes. Dann. Oh. Schild sollte man vielleicht mal benutzen. Als ob! Oh. Ah. Als ob. Fuck. Okay. Das ist so hart. Zweimal Krallen ins Gesicht. Feierabend. Ah, dieser Doppelhit ist so assi. Deswegen ist das mit der Melee-Attacke immer so eine Geschichte. Aber naja. Oh, Wauzi. Mach mich nicht wahnsinnig. Really? Okay. Zinko, hau rein, gute Nacht. Bat of Chaos soll der nervigste Boss gewesen sein? Alter, ich wünschte, ich würde Bat of Chaos machen, ey. Boss ist doch 30 Sekunden down. Oh. Mal gucken. Ich probiere es jetzt vielleicht doch noch einmal. Und mach das morgen früh nochmal in Ruhe. Das heißt früh, morgen Abend halt. Range is real. Muss da weiter vorne stehen wahrscheinlich. Das hat schon mal eher nicht funktioniert. Ach komm, ihr habt mich doch weggerichtet jetzt. Ach komm, der Feuerattacke im Tunnel kannst du entweder easy ausweichen oder du machst einfach ganz clever. Roll dich einfach schnell durch. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich mich da durchrollen kann. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Habe ich auch alles erlebt. Genau das darf nämlich nicht passieren, dass er zustampft und dass mich der Schwanz hätte. Ah, jetzt hatte ich die Chance gehabt, den Schwanz zu attackieren, wa? Oh, das sollte ich mal in Betracht ziehen. Aber er macht diese Attacke so selten, also ich zwinge ihn so selten dazu. Na, guck mal, ich habe noch 18 Flas. Der Kampf ist per se nicht schwer. Oh. Aber du musst halt 10 Minuten lang perfekt dodgen.
Und wahrscheinlich gibt es auch bestimmt noch einen viel einfacheren Weg, den zu machen. Aber ich will es mano a mano. Hardcore as it gets. Also wenn ich mich da nicht traue, nach vorne zu gehen, ja, dann bin ich selber schuld. Ich weich der Scheiße jetzt anders aus, du kannst nicht mal... Was ist das hier für ein Text? Auch gar kein Text. War klar. Ich krieg das nicht geschissen mit diesem scheiß Feuer, ey. Wow, habt ihr den Bug gesehen? Kann mir keiner erzählen, dass das gewollt war. Nicht weghechten, das ist meine einzige Chance, vernünftig Schaden zu machen. Ah, schön angreifen. Ich glaube, ich bin gleich beim Ende des Levels angekommen, kann das sein? Das hat mich jetzt ganz schön irritiert, muss ich zugeben. Aber der Kampf ist halt auch echt geil, ne? Er ist mega geil gemacht. Na, scheiße. Dachte ich mir schon. So, jetzt muss ich sie aber mal wieder ein bisschen Schaden machen, sonst sitzen wir, wie gesagt, übermorgen noch hier. Scheiße, ich hätte mich nach vorne rollen müssen, dann glaube ich, hätte ich ihn gehabt. Warum hittet er mich manchmal da zweimal? Penner, verdammt da! Scheiße! Sehr schön. Ich kann das locker runterspielen mit 11 Lars. Aber ich muss es halt runterspielen. Und wieder die Doppelkombo. Alter.
Nein, hat nicht gehittet. Nicht weg, nicht weg. Die Rolle muss halt stimmen, ne? Wenn die Rolle stimmt, genügend Zeit zu attackieren. Oh, das war jetzt ziemlich greedy. Das war super greedy, dass ich da zuschlagen wollte. Aber es hat geklappt. Nein. Ach, Flasks haben wir noch. Oh wow, was? Okay, 7 Flasks. Er hat nicht mehr viel Leben. Komm. Lauf, 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 lauf. Kalami, du bist ein richtig zäher Brocken, Alter. Respekt, wirklich. Hammerboss. Jetzt habe ich mich nicht getraut, sorry. Krieg langsam einen steifen Nacken, ey. Oh, jetzt hör doch auf! Boah, das ist krass. Nein! Und wieder passiert's. Der Melee Dodge. Nein! Weg, 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 nein!